Hallihallo, meine Lieben. In diesem Video möchte ich euch gerne mal über meine Erfahrungen mit dem Lockenstab berichten, den ich zu Weihnachten bekommen habe. Und zwar ist das der Remington Style Inspiration Pro Spiral Curls. Und den hatte meine Mama im Penny gekauft für 9 Euro. Also wirklich super Schnäppchen. Und ja, ich glaube aber, den gibt es auch auf jeden Fall im Internet und so, weil Remington gibt es ja generell bei Amazon oder so. Und ich hatte mir den halt nur gewünscht, weil er wirklich so günstig war und ich halt einfach das mal wieder ausprobieren wollte mit einem Lockenstab. Ich hatte früher als Kind immer einen und habe mir dann immer schöne Locken gemacht und dann hatte ich jahrelang keinen mehr. Ich hatte dann nochmal mir einen später gewünscht zum Geburtstag, aber das war so ein ganz dicker. Und ich hatte eigentlich auch immer ganz lange Haare, aber gerade in diesem Monat war ich dann beim Friseur und die haben mir so viel runtergeschnitten und dann war der einfach zu dick und ich musste den gleich wieder nach meinem Geburtstag wegschaffen, weil das ging einfach gar nicht. Und dann hatte ich jetzt einige Jahre überhaupt keinen Lockenstab und jetzt habe ich gedacht, wünsche dir mal wieder einen. Also es ist ja kein verschwendetes Geld, auch mal ein paar schöne Locken zu haben. Und zwar steht hier drauf, hochwertiges Keramik, 10-mal höhere Keramikanteil für einen extra glatten Beschichtung. 19 mm Lockenstab, perfekt definierte Ringellocken. Schnell Aufheizung in 60 Sekunden, automatische Sicherheitsabschaltung nach einer Stunde. Das finde ich auch immer sehr gut. Das hat auch mein Glätteisen. Mir passiert es ganz oft, dass ich dann, wenn ich es eilig habe, in der Steckdose das vergesse. Und da finde ich es immer sehr, sehr gut, wenn davon automatisch ausgeht. Mein erstes Glätteisen und Lockenstab, was ich nämlich damals hatte, das ist nicht ausgegangen und da hat es dann manchmal nachmittags, wo ich von der Schule wieder nach Hause kam, ganz schön in meinem Zimmer gestunken. Und eben, ja, da hätte ja auch sonst was passieren können. Deswegen finde ich das immer gut, wenn die sich automatisch nach einer Stunde ausschalten. Ansonsten von der Temperatur 120 bis 180 Grad reicht voll auf, um Locken zu machen, weil zu heiß soll man ja sowieso nicht an die Haare rangehen und ab 100 Grad werden die Haare ja sowieso zickig. Also, ja. Hitzebeschichtete Tasche ist dabei, ja, gut. Ich habe den jetzt 3, 4 Mal verwendet. Und ja, so vom ersten Fazit her muss ich sagen, preistechnisch war das okay. Aber mehr hätte ich, glaube ich, auch nicht dafür bezahlt. Also ich habe den jetzt hier in dieser Tasche. Das finde ich auch immer sehr schön, dass die auch so eine Tasche mit dabei haben, wo man die dann für unterwegs mitnehmen kann. Und hier sind Haare von mir drin. So schaut das Gerät jetzt aus. Ja, und das ist auch ein relativ langes Kabel, was sich auch hier drehen lässt, was auch sehr gut ist auf jeden Fall. Also sollte es auch haben. Dann hat es so einen kleinen Standfuß, aber das finde ich irgendwie ganz schön blöd, weil damit, ja, also damit steht es auf keinen Fall. Also entweder soll es so stehen oder weil so steht es nicht. Wenn es so gedacht wäre, würde es nicht stehen. Also das finde ich ganz komisch. Weil wo soll man das so hinstellen? Aber naja. Ich drehe es euch jetzt mal so rum. Hier ist der Ein- und Ausschalter. Finde ich, ist mir auch immer sehr wichtig bei solchen Geräten, dass ich einen An- und Ausschalter habe und nicht einfach nur in die Steckdose rein und los geht's. Und hier kann ich die Hitze verstellen. Also ich weiß jetzt nicht, das ist nur mit Pünktchen und ich muss dann hier am Rädchen drehen. Diese Richtung geht's. Und ja, ich weiß nicht, in welchen Hitzestufen. Also wenn ich jetzt sage, das kleine Pünktchen steht für 120 Grad, 130, 140, 160, 170, 180. Ach ja, genau, okay, das geht in 100er Schritten. Das finde ich okay. Habe ich jetzt bis jetzt auch noch nicht mitgekriegt. Ich mache es schon immer mit 180 Grad, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich will auch, dass die Locken etwas länger halten. Und deswegen, ja gut, man bräuchte jetzt vielleicht nicht unbedingt 180 Grad, aber ich bin da so, ich mache es lieber mit ein bisschen mehr Hitze. Und dann hat es hier diesen Verschluss, wo man so die Haare reinschnappen kann. Finde ich auch besser. Also es gibt ja jetzt auch schon viele Glätteisen, wo das weggelassen wird und man einfach nur noch so deine Haare rundherum wickelt. Das ist für mich jetzt nicht so toll. Das ist auf jeden Fall Geschmackssache, würde ich sagen. Aber ich mag dieses Herkömmliche mit dem Clip noch mehr, weil ich da einfach besser meine Haare drin festhalten kann. Und bei gestuften Haaren geht das, finde ich, sowieso besser. Und dann drehe ich mir das so ein, wie ich es brauche. Ja. Von meinen Erfahrungen her muss ich jetzt sagen, es wird sehr, sehr schön heiß. Und wirklich, es geht sehr schnell. Also es hält die 60 Sekunden definitiv ein. Also es leuchtet dann hier so ein grünes Birnlein. Er macht auch wirklich sehr, sehr schöne Korkenzieherlocken, muss ich sagen. Also so ganz kleine macht er sehr schöne.
Leider habe ich gemerkt, dass meine Haare die nicht so toll halten können irgendwie. Also ich habe das alles jetzt schon probiert. Vorher Haarfestige rein, Lockenschaum, alles danach das rein. Und ja, aber meine Haare halten die Locken da nicht so gut. Was meine Haare leider auch nicht so gut halten, wenn ich die Locken dann nochmal so ein bisschen auskämme, irgendwie auch mit einem großzügigen Kamm, dann ist es sofort alles wieder raus. Das ist leider aber von meiner Haarstruktur her. Aber das Gerät an sich macht wirklich gute Locken, muss ich sagen. Auch sehr süße. Ich habe es gestern mal versucht mit richtig großen Wellen. Also habe dann größere Strähnen genommen und die drum gewickelt. Das hat eigentlich auch funktioniert. Das sah dann so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig aus, muss ich sagen, weil die sich dann noch so ein bisschen geteilt hatten. War aber auch ganz nett, hat es auch auf jeden Fall gut hingekriegt. Also man kann auch definitiv auf so einen dünnen, das ist wirklich ein dünnes, große Locken eindrehen. Aber die sind dann halt nicht so schick, sage ich jetzt mal. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, von der Haarlänge her ist das hier für so gut wie jede Haarlänge geeignet. Also ich glaube, man könnte auch, wenn die jetzt bloß noch bis hierher gehen, damit noch ganz kleine Löckchen machen, weil es halt sehr schmal ist. Und ja, bei ganz, ganz langen Haaren bin ich mir nicht sicher, aber man kann, wenn man einzelne Strähnen nimmt, schon ganz schön oft rumwickeln, muss ich sagen. Also im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall mit diesem Lockenstab bis jetzt zufrieden. Ich werde auf jeden Fall auch weiterhin noch ein bisschen damit rumexperimentieren, versuchen. Vielleicht mache ich euch auch mal noch ein Video, wie ich mir denn die Locken letzten Endes drehe und zeige euch das nochmal genau. Aber so mein erstes Fazit vom Testen bis jetzt, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden damit und könnte den definitiv weiterempfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob es den hier auch bei Amazon bloß für 9 € gibt oder ob der da teuer ist, das müsste man gucken. Aber wenn man doch ein günstiges Lockengerät sucht, dann wäre das definitiv schon eine Empfehlung von mir. Und ich denke, mit Remington kann man auch eigentlich nicht sehr viel falsch machen. Die machen ihre Arbeit, was die Hitzegeräte angeht, schon immer sehr gut, muss ich sagen. Ja. So, das war es jetzt von meinem Review, würde ich sagen, ist das schon gewesen. Und vielleicht hat es euch jetzt auch inspiriert, mal euch ein paar kleine Löckchen zu machen. Und es kommt ja auch wieder in Trend mit so schönen Locken. Und ja, dann war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao!